Na, gehörst du auch zu den Leuten, die nie eine Ahnung haben, was sie zu Fasching anziehen sollen? Irgendwelche komischen Sonnenbrillen immer oder Blumenkränze, die eh total scheiße auf dem Kopf aussehen oder irgendwelche coolen Caps. Meistens aber auch irgendwelche Öhrchen, die süß sein sollen, aber trotzdem nur den ganzen Tag stören. Ich glaube, ich habe da was Besseres für dich. Und jetzt geht es auch schon los. Und zwar können die Mädchen einfach das Make-up nehmen, was sie gerne tragen möchten. Und die Jungs natürlich ohne. Das Wichtigste bei dem Make-up ist, dass ihr eine Modelliermasse habt oder Modellierwachs. Das bekommt ihr im Internet oder im Faschingsladen. Dazu braucht ihr auch noch Fixierpuder oder einfach ganz normales Transparentpuder, was ihr in jedem Drogeriemarkt bekommt. Um den Modellierwachs später leicht von den Fingern abzubekommen, nehmt ihr einfach Reinigungstücher oder Öl. Das hilft auch sehr gut, um die Reste dann abzumachen. Beginnen tun wir direkt mit dem Modellierwachs. Und zwar nehmt ihr euren Spatel und am besten ist es, wenn ihr eure Finger zu Beginn ein wenig in das Transparentpuder tupft. So bleibt ihr nicht am Modellierwachs hängen. Nun könnt ihr das Wachs mit den Fingern aufwärmen und so gestalten, wie ihr möchtet. Ich habe daraus eine kleine Wurst gemacht und die dann entlang meiner Nase dann hochgetupft. Wie ihr seht, dann auch mit dem Fixierpuder. Nun nehmt ihr euren Spatel zur Hand. Den bekommt ihr meistens immer im Set mit dem Modellierwachs dazu und streicht es über die Haut, sodass es keine harte Kante ergibt. Um das Ganze zu fixieren und es nicht so klebrig zu machen, nehmt ihr einfach wieder das Fixier- oder Transparentpuder und pudert die komplette Stelle ab. Nun nehmt ihr wieder euren Spatel zur Hand und kreiert eine Linie, die dann später die Wunde sein soll. Die könnt ihr dann da anfangen, wo ihr mit dem Modellierwachs angefangen habt. Jetzt braucht ihr einen Pinsel, den ihr ein bisschen mit Wasser befeuchtet, ein paar Lidschatten, die blauen Flecken ähnlich sind. Ich habe jetzt meine 120er Palette genommen, ihr könnt aber jede beliebigen Lidschatten nehmen, die ihr habt. Und jetzt könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Nehmt nun euren Pinsel und tupft da überall die Farbe hin, wo ihr denkt, wo ein blauer Fleck sein könnte oder eine Rötung. Da sind eigentlich keine Regeln gesetzt, es soll dann einfach nur später spooky aussehen und halt extrem krass, bunt, blau, aua. Jetzt braucht ihr ein Schwämmchen, womit ihr die Kanten des Modellierwachses, wo ihr es aufgetragen habt, ein bisschen mehr verblenden könnt. Ihr könnt das ein bisschen in Farbe tupfen oder einfach nur so drauf tupfen, sodass es ein bisschen die Struktur der Haut annimmt und damit das alles ebenmäßiger aussieht. Nun benötigt ihr schwarze Farbe. Ist eigentlich egal, ob ihr Eyeliner nehmt, Karnevalschminke oder Lidschatten. Und einen kleinen oder dünnen Pinsel, damit ihr gut in die Lücke reinkommt, die wir kreiert haben im Modellierwachs, damit die Wunde ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Und jetzt kommt zum coolen Teil, Kunstblut. Ihr nehmt wieder den gleichen Pinsel, tupft den Pinsel ein bisschen in den Deckel oder in die Farbe direkt rein und macht die Wunde blutig. Im letzten, aber auch leider gefährlichsten Schritt braucht ihr nun Tackernadeln, also die Nadeln, die man in den Tacker tut, um was zusammenzutackern. Diese nehmt ihr raus und steckt die leicht in das Modellierwachs. Bitte nicht allzu fest und bitte, 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 bitte aufpassen, dass ihr euch das nicht in die Haut stecht. Aber dann seid ihr schon fertig. Die Mädels können sich jetzt die Haare zerzausen, die Jungs können sich eine Wuschelfrisur machen. Keine Ahnung, lasst der Fantasie freien Lauf und habt Spaß! Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat der erste Teil von Halloween with Dagi gefallen. Es werden noch 3 weitere Videos bis Halloween folgen. Also seid auf jeden Fall gespannt, wenn ihr Inspiration braucht. Übrigens habe ich die 3 letzten Halloween with Dagi Videos von den letzten 2 Jahren auch nochmal unten in die Infobox gepackt. Die könnt ihr euch gerne auch nochmal angucken. Die sind auch
super einfach zu machen und sehen super gut aus. Also wie gesagt, die nächsten drei Videos, die jetzt erscheinen werden, werden Halloween-Videos. Und ich hoffe natürlich, euch hat der Look gefallen. Er ist wirklich super einfach zu machen, wie ihr gerade gesehen habt. Alle Sachen, die ich benutzt habe, bekommt ihr im Internet oder bei anderen Karnevals-, Fasching-, Halloween-Läden. Ist auf jeden Fall super einfach zu finden und ich wünsche euch ganz gutes Gelingen. Wenn ihr Bock habt, die Tutorials von mir nachzumachen, wäre es richtig cool, wenn ihr mit dem Hashtag HalloweenWithDagi mich markieren würdet. Und wenn ich die Bilder sehe, werde ich sie natürlich auch liken. Ja, und dann wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!